Und damit willkommen zurück bei Let's Play Portal 2. Ja, ich geb's zu, ich weiß jetzt tatsächlich, was wir machen müssen, weil, ich habe eben schon mal die Aufnahme angefangen, habe ein bisschen rumgesucht und es dann auch gefunden. Blöderweise habe ich aber vergessen, in OBS die Spielaufnahme wieder auf Portal 2 umzustellen. Und dementsprechend, muss ich so die nächsten 3-4 Minuten nochmal neu aufnehmen. Macht aber nichts. Also, es war dann am Ende doch eben relativ einfach. Wir brauchen den blauen Glibber und da oben waren wir ja schon ganz richtig, ne, da waren wir ja schon mal. Und da habe ich mich dann eben in der letzten Folge halt gefragt, okay, wie kommen wir da weiter? Ja, wir brauchen halt den blauen Glibber und schießen uns dann quasi dahin und dann darauf. Ja. Ja, da muss ich natürlich das nochmal so machen, genau. Zack. Passt. Bam. Und wir sind da. So, dann haben wir jetzt hier nochmal zwei Wände, die wir nehmen können. Da kommen wir rüber. Na, kommen wir nicht. Lass uns ein bisschen höher ansetzen. Jetzt. Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Jawohl, packen wir's an. Okay. Ja, wir brauchen den Kubus hier. Den müssen wir natürlich wieder da raufstellen, um da eben hochzukommen. Jetzt hier in den blauen, oder in den blauen sage ich schon, in den Glaskasten kann man natürlich nicht rein. Aber der Glibber kommt da rein. Genau. Jawohl. Na, dich brauchen wir. Genau. Und mir ist es eben auch aufgefallen, dass die Aufnahme nicht richtig lief, beziehungsweise das Bild nicht da war, weil wir eine Errungenschaft bekommen haben. Und da habe ich es dann erst in OBS gesehen. Die Errungenschaft heißt ein guter Fang. Fang eine blau gefärbte Box, bevor sie den Boden berührt. Genau, die haben wir gekriegt, weil wir die da ganz schön aufgefangen hatten. Gut, habt ihr jetzt leider nicht gesehen, aber ich zeig's euch jetzt trotzdem nochmal. Okay, so, dann stellen wir dich mal hier rauf. Okay, jetzt natürlich nur die Frage, wie wir dann jetzt weiterkommen. Genau, wir müssen im Prinzip darauf. Das heißt, wir müssen einfach die blaue Suppe da ein bisschen hinmachen, oder? Das müsste eigentlich reichen. Na, okay. Muss der da wieder weg? Jawohl. Oh! So. Der klingt aber ein bisschen unfreundlich, dieser Mensch. Das ist ja. Eieiei. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. So. Ah ja. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Mhm. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen es zumindest auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Mhm. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Cave Johnson. Mhm. Okay, jetzt stellt sich nur die Frage, wie kommen wir jetzt konkret hier weiter? Hallo? Okay, schauen wir mal. Da können wir auf jeden Fall schon mal ein Portal reinmachen, das ist schon mal gut. Ah, müssen wir da rüber, kann das sein? Schauen wir mal.
Ah, sieh mal an, guck mal, da können wir die Tür aufmachen. So, hallo? Ui. Okay, kommen wir hier durch? Hallo? Nein, dann nicht. Hier vermutlich auch nicht. Aber da kann man irgendwie hin. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie da das Portal hinkriegen. Okay, ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen. Jawohl, okay. Na, wir müssen ja quasi. Ach, das ist asozial gemacht. So, weil wir müssen ja irgendwie da rauf, um Sprung zu holen. Dann fallen wir da halt rauf, machen da eben das Portal und dann fliegen wir eben darüber. So, die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das? Oh, Moment mal, ich habe da glaube ich. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Obwohl, ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Ah, doch, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. So, wir stürzen uns hier runter, lassen uns da hochkatapultieren. Machen dann da das, genau das orangene Portal machen wir dann dahin. Und dann müsste es hoffentlich funktionieren. Zack. Jawohl, passt. So. Was haben wir denn hier Schönes? Einen alten Computer. Kommen wir da durch, hallo? Nee, tun wir nicht. Und da haben wir jetzt orangenes Gel mittlerweile. Okay, da müssen wir irgendwie hinkommen. Glaube ich. Die Frage ist nur. Ach, guck mal. Hier sind Knöpfe, die wir drücken können. Oder Hebel, die wir umlegen können. Das trifft es, glaube ich, eher. Ah. Okay, die Pumpen laufen dann jetzt auch. Dann sage ich mal Hallo. Genau, von da kommen wir. Control Room. Aha. Da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt Sei gegrüßt, mein Freund. Hallo. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In bar? Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ja, ein offenbar sehr freundlicher Mensch. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht weiterkommen, oder? Sei denn, ich finde hier irgendwas zum draufdrücken, aber das ist nicht der Fall. Hallo? Na, wenn ich da drauf drücke, dann passiert auch gar nichts. Nee, hier gibt es dann aber soweit auch nichts. Ich vermute mal, dass wir da hoch müssen, jetzt wo ich es gerade sehe. Okay. Hallo? Schauen wir mal, gibt es hier irgendwas? Wenn ich die Knöpfe dicht drücken kann. Gibt es hier auch nicht. Na sowas. Ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter, oder? Scheint, wir müssen dahin. Setzen wir mal da ein Portal hin und hier unten. Und
Ach, wie, hat gerade so gereicht. Kontrollraum, ja. Dann schauen wir doch mal. Hallo? Hallo? Du tötest doch gern, könntest du? Au! Diesen Vogel für mich töten? Oh, danke. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Keine Tricks. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Ja, das ist... Okay, das klingt doch ganz toll. Hat wohl nicht so gut geklappt. Nicht lange genug. Ist okay, klar, das beruhigt dich. Beruhigt dich. So. Eieieiei. Na, das kann ja was werden hier. Ja, jetzt haben wir Glaudus endlich mit dabei. Vielleicht hilft uns ja ein bisschen, vielleicht aber auch nicht. Teil 7, das Wiedersehen. Nee, ist es nicht. Und, sehr gut, da jetzt hier ein neuer Teil anfängt, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Cut. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao.